Und deshalb, wenn du gewusst hättest, dass das passiert, weil dies der absolutären Mimikrie, der absoluten Verborgenheit, nicht nur der Verdrängung, des Verwerfens, über einmal der Rücken an die Oberflächlichkeit, den Duft ihres Haares geschehen muss, um es sich ins Werk setzen zu lassen, ihre Hand diese ganzen Aufklaffungsakte. Deshalb findet Kuss von ihr, die Ewigkeit im Augenblicklichen, ohne das, im Immanenten statt, wie in diesem Film. Ein Kuss. Ein Engel über Berlin. Das Geheimnis sozusagen des Stillstands, also des Verwerfens alles Sinn des Seins, sondern des Stillstands im Moment der Zeit als der Sinn aller Ewigkeit hienieden, im Gegensatz zu allen sonst. Davon absehen wollenden Idealismen, das Einzige, das zählt, der Moment des Hienidens, der Augenblick des Wiederkommens, des Immerwiederkehrens, des Immerwiederkommens, die Redundanz der Partikularimmanenz, wie das Meer, la Mer, die nicht anders kann, als immer zu wellen und zu wallen. Und wenn dabei pythagoreische Sphärenharmonien oder der Duft des Haares, der Kuss, die Berührung der Hand den Himmel bedeuten, na dann.